So, willkommen zur nächsten Folge Grid 2. Und zwar geht's weiter mit Toge in Hongkong. Toge in Hongkong. Das ist doch wieder so eine Bergstrecke. Kowloon steigen, wenn ich das schon lese. Und das so S2, ey. Da bist du doch 3 Millionen Jahre beschäftigt, bis du da irgendwie einen Berg oben bist, ey. Bei so einer gefühlten 40%, ja, 40 Grad Anstieg. Ich mag. Vor allem nach Tau kommt bestimmt wieder dieses blöde, ja, Mistding von Duell. Also die kommen extrem oft hintereinander. Ja, und die 69 als Nummer drauf. Wer mag diese Nummer nicht? Yeah. Ja, Entschuldigung, das war unreif. Aber so bin ich. Entschuldigung. Nee, also wenn er jetzt erwartet, dass ich irgendwie ernsthafte Unterhaltung oder sowas mache oder knallhart ernst fahre. Nee. Ich fahre nur zum Spaß und dabei wird es auch bleiben. Deswegen müsst ihr mit euch solchen Kommentaren klarkommen, wenn ihr meine Videos schaut. Es gibt auch Sachen. Toll. Hab ich einen Gegner? Oder ist mein Gegner? Ja, doch, da steht er. Oh, ein Volkswagen Golf R und nicht mal. Du kannst dieses Ding bemalen, Leute. Bemalt das Ding doch. Es ist doch hässlich, wie es jetzt aussieht. Macht doch eine Lackierung drauf. Ihr könnt, das darf man doch lackieren, wie man will. Fahrzeuge, die einem gehören, darf man lackieren. Oh je. Geh weg. 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 Ah, er ist innen in der Kurve. Jetzt bin ich in. Düdüm, düdüm, düdüm. Ja, aber ausbremsen darf ich ja nicht, da bin ich disqualifiziert. Das ist so geil, wenn du einen Unfall hast und er denkt, der hat mit Absicht gebremst. Ach Gott, die Strecke ist das. Wow. Ich wusste schon, warum ich hier langsam fahre, weil das kriegst du mit Vollspeed nie gebacken. So, diese Schlängelinien-Dingens da, das ist so hässlich mit Vollspeed. Und ich habe auch noch nicht so richtig einen Bremspunkt gefunden, wo man gut bremsen könnte, jetzt so direkt. Das ist so ein bisschen mein Problem bei der Strecke. Bremspunkte kenne ich auf der Strecke nicht so richtig, weil es immer so halb langgezogene Kurven sind, wo man die gut anbremst zum Durchdriften, zumindest mit dem Wagen, den ich gerade habe. Keine Ahnung. Das ist nämlich ein ziemlich grippy Wagen. Und den kriege ich irgendwie besser ausgebrochen, sogar mit der normalen Fußbremse als mit der Handbremse. Das ist total durcheinander bei dem Ding. Hab ich noch nicht verstanden. Wow, wow, wow. Oh, die lange Variante. Es gibt nämlich auch, ich glaube, ein Duell oder so. Oh, das ist hier zu Ende. Und diesmal hat er nicht gedriftet, warum auch immer. Ja, wenigstens hat der es hinter mir genauso scheiße gemacht. So, jetzt geht's schon mal auf die Steigung hier. Bisschen driften. Drifthorn. Wow. Wenigstens mal hier driften. What the fuck? Das Lustige ist, übrigens, es fahren alle auf der gleichen Strecke. Sprich, wenn jetzt einer vor mir wäre oder wie Schilder umfährt oder sowas, erstens sehe ich das. Und zweitens, wenn der Teile verliert, die ploppen bei mir auf. Das ist jetzt kein Scherz, das hatte ich schon ein paar Mal. Plötzlich so Autoteile. Plupp! Und denkst du so, ja, sieht realistisch aus. Da ist kein Gegner vor mir zu sehen, aber da ploppen halt einfach mal Teile auf. Besonders wenn du an zweiter Stelle fährst oder so. Also wenn du dann irgendwie Fehler gemacht hast. Ah, wenigstens fahren die Level 30er halbwegs fair. Weil ich hatte letztens schon so einen Akteur, der unbedingt meinte, ja, Start, Rempel, 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 beide disqualifiziert, schade. Aber das war mein Fehler und das hat er sich wieder gut zunutze gemacht. Das ist echt schlimm auf Level 30, weil du einen Fehler machst. Wusch. Vorbei. Es ist schrecklich. What the fuck? Uff. Also, solche Kurven mit Drifts zu nehmen, schnell unmöglich. Tja, der fährt halt sicher nach Hause. Er hat keinen schwerwiegenden Fehler gemacht, so wie ich. Schade. Wir waren aber die Letzten, wir haben es bis Ende gefahren. Die anderen waren alle irgendwann schwur, mal fertig. Wir haben es echt knapp bis zu Ende gefahren.
Tja, ja, und jetzt kommt bestimmt ein Duell hinterher. Ich mag diese Rennen ja gar nicht, weil du keine Punkte kriegst. Wenn du gewinnst, kriegst du nicht mal 10.000. Das ist so wenig. 4.950. Ja. Also ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Das sind die längsten Rennen und es gibt am wenigsten Kohle. Also, gerade wenn du noch Duell spielst, wo es dann keinen vorzeitigen Ausscheiden gibt. Huhu, da bin ich aber wieder einen halben Millimeter vorangekommen oder sowas. Oh, es ist so sinnlos. Da fällt mir ein. Ich werde immer nach dem Rennen nochmal reingucken. Ich habe letzte Woche noch hier globale Dingens gespielt. Duell. Wer hätte es gedacht? Also ehrlich, Duell und Toke kommen immer hintereinander. Müsst ihr mal beobachten, falls ihr auch Grid 2 spielt. Die kommen immer hintereinander. Zwei Wix, es ist kein Zufall mehr. Zwei Wix-Modi hintereinander. Bah. Cabrillo Highway. Soll ich mal mein SRT nehmen? Aber ich glaube, den habe ich auch pink eingefärbt. Das kann ich eigentlich nicht antun. Nein, den habe ich ordentlich gemacht. Ach komm, nein. Ich nehme nochmal den Bug Mono. Ich kann nächste Folge mal den... Hallo? Ich will den da haben. Ich kann nächste Folge euch mal den anderen zeigen. Übrigens, bei dem hier, der hat eine lustige Variante. Ich habe hier ein Hochglanz, gelben Grundlack genommen und dann ein auf das Muster als Perleffekt-Lack drauf gemacht. Allerdings mit dem gleichen Gelb als Grundton. Deswegen sieht man den nur aus ganz bestimmten Winkeln, das Muster überhaupt so aufschimmern. Das sieht, finde ich, sehr cool aus an manchen Stellen. Leider kann ich das da, wobei ihr seht es glaube ich, nee, sieht man das? Ist das Muster, was da gerade glänzt, so da links oben? Ich glaube eigentlich nicht. Oder? Habe ich es überhaupt nicht mehr? Ey, wo ist mein Muster hin? Doch da, da seht ihr das gerade. Aufleuchten. Das ist wie gesagt nur auf ganz bestimmten Winkeln mit dem Licht. Ja, und der Ariel Atom. Ach, wieder der Shooter. Ach, geh weg. Nö, Shooter. Fährst mir zu gut. Gib mir doch mal einen anderen hier. Ne, ich mach nämlich gleich meinen Level 5 Account und spiele damit. Oh, was bricht denn der mir hier aus? Wow, yay. Okay, das war dann doch zu weit. Oh Gott, dieser... Du bist in der Kurve, in der Kurve, in der Kurve. Jetzt brich ich aus. Sehr schön. Also, wenn du wenigstens vor der Kurve ausbrichst, dann kann ich mich drauf einstellen, aber in der Kurve, wutsch. Aber da landet man natürlich innen in der Bande und nicht außen, ne? Das ist total realistisch bei ausbrechenden Fahrzeugen. Der hat sich gerade nach vorne geleckt, das hat er auf der Karte gesehen, hat er mal kurz zurückspult und auf die Karte achtet. Der springt auf der Karte mal plötzlich, keine Ahnung, 50 Meter. Also ich komme auf der Straße gerade gar nicht mit dem, ich sag schon Atom, oder wollte ich schon Aria Atom sagen. Aber mit dem Bug Mono, weiß nicht. Vielleicht kommt mir doch noch ein Atom, der fährt sich glaube ich ein bisschen grippiger. Weil eigentlich sollte ich im Vorteil sein durch meine Drift-Varianten. Ich kann nämlich noch driften, der Atom ist verdammt schwer in Drift zu bekommen. Und meiner kann man zumindest im Drift halten, wenn er einmal drin ist. Da ist übrigens gerade mal so rechts so ein Ding weggeflogen, so ein Schild, was ich euch vorhin erzählt habe. Von wegen alles auf einer Strecke und so, das ist in dem Modus hier nämlich genauso. Aber den kriege ich nicht mehr, der fährt einfach zu sauber. Zu sauber fährt er das Ding zu Ende. Der ist kein schlechter Fahrer. Das ist ehrlich, die Level 30er fahren alle sowas von sauber. Das ist so krass. Ein kleiner Fehler, Roms raus. Das ist einer echt 1,41 mit dem Ketterhelm gefahren. Ich glaube, ich muss. Ach, den Ketterhelm gibt es ja auch noch. Also gibt es sogar drei, vier. Gripwagen. Fährt hier noch irgendeiner? Ne, da waren alle durch. Did not feed you. Dicht noch finuch. Tja, ihr seht, die Duell-Sachen und so gefallen mir gar nicht. So gar nicht. Nicht seitdem ich gegen Level 30er fahren muss immer. Also wirklich immer so, ab Level 20 fahre ich in die Duell gegen Level 30 und es macht einfach keinen Spaß. Wir machen keinen Fehler. Oder zumindest nur noch kleinere Fehler als ich, wenn überhaupt. Na, es ist so nervig. Ich bräuchte, glaube ich, was zu trinken. Sonst huste ich hier bald ins Mikro.
Yay, und wieder Millimeter. Wie gesagt, also die bringen mich so gar nicht voran. Hässlich. Hässlich. Was kommt denn jetzt wenigstens? Dann haben wir ja schon, nach dem Rennen würde ich dann... Es kommt noch ein Toke? Toke-Duell Toke? Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Diese Wichs-Dinge, das ist doch kein Zufall. Kommt am besten noch ein Duell hinterher, oder was? Boah, sorry, dass ich jetzt gerade so ausrasse, aber das ist ehrlich. Hals! Ich hab'n Hals! Ey, was soll das? Dann noch auf S1! Boah, nehme ich trotzdem Classic Muscle. Und ich fand doch schon wieder gegen den Typen. Ne, die fand ich gegen Shooter. Toll. Ach ne, war Level 21. Okay. Dann nichts gesagt. Dann Respekt an Shooter. Muss meinen imaginären Hut ziehen. Du warst einfach besser. Ich schieb das mal auf meine Müdigkeit. Und auf mein lang nicht gespielt. Ja. Hab die letzten Wochen nämlich ab und zu mal Civilization mit Guppy gespielt. Aber das habe ich nicht aufgenommen. Weiß nicht, fand das jetzt nicht so. Wir haben den Viererteil gespielt und dachte mir, das ist nicht so wahnsinnig interessant und schön, dass man das jetzt unbedingt aufnehmen muss. Gegen in Julieta freue ich hier, wie ich so sehe. Ja, Julieta, Toke gegen Julieta. Der zieht mich zuerst mal am Start ab. Oder halt auch nee. Danke, danke, danke. Danke für die Blumen. Wow. Ist doch die gleiche Strecke wie gerade eben schon. Ehrlich. Was soll das? Was soll sowas? Wurde disqualifiziert. Ich spiele eine PD2. Der Miao Minimi hat mich auch mal geaddet, weil er irgendwie mich als Rivalen bei Grid 2 zugewiesen bekommen hat. Spielt nur nicht. Also ich weiß nicht, das Rivalensystem funktioniert nicht so ganz, weil die Leute, die ich als Rivalen zugewiesen bekomme, die spielen fast nie. Oh fuck. Also weiß nicht, da spiele ich immer tausendmal mehr, wenn ich da so einen Rivalen bekomme. Gerade an der gleichen Stelle wie ich einen Fehler gemacht. Wow. Wow. Oh Gott. 5 Sekunden verballert schon allein durch die Strecke versuchen zu halten und dann immer noch irgendwo angeeckt. Meine Gewässe. Wow. Dass die Kurve dann nochmal so eine... Oh, ich hasse so Kurven, die ihre... Die sich verändern. Oh. Ich liebe 90 Grad Kurven, die einfach nur 90 Grad sind und dann nichts mehr kommt. Nie enger werden, nie weiter werden. Einfach nur 90 Grad und fertig. Da kann man sich nicht drauf einstellen. Ich hasse solche ich fange eng an und gehe dann ganz weit raus. Ich fange weit an und gehe dann ganz eng zusammen. Sowas ist... Und sowas ist ja immer am Ende. Warum kann man die Strecke nicht andersrum spielen, ey? Oder ist sogar mittendrin? Wir haben ja gar kein Ende. Wow, bis jetzt. Lalala. Irgendwann ist die Strecke übrigens auch zu Ende. Also nicht wundern, wenn es dann plötzlich abrupt mal flink vorbei ist. Wieso geht er jetzt nicht in Drift? Scheißkarre! Geh doch einfach in Drift, wenn ich anbremse. Ich habe keine Lust, dich mit der Handbremse in Drift zu zwingen. Weil dann ballerst du mir sonst wohin in. Ey, piepen, hör auf. Halt einfach bloß die Klappe. Wow. Oh Gott, jetzt ist es vorbei. Ah.
es ist so ein Wichsding, ey. Ich hasse solche Kurven. Warum können die nicht einfach schöne Rennkurse machen und nicht irgendwelche Kurse, die so unkoordiniert Kurven haben? Da habe ich ja lieber richtig 180 Grad Haarnadelkurven als so eine Scheiße. Ey, ich mache ein Spiel, wo Driften wichtig ist, aber ich mache Kurven rein, wo man nicht durchdriften kann. Kontrolliert. Toll. Habt ihr fein gemacht. Noch schlimmer ist es, wenn man einen Grip oder so einen ausgeglichenen Wagen nimmt. Boah, sorry. Ich glaube, ich soll mich erstmal beruhigen, bevor ich das Spiel weiterspiele. Weil ich hier gerade echt nur am Rage bin und echt keinen Spaß damit habe. Ich will aber noch gucken, kommt jetzt wieder ein Duell? Na? Na? Ein Checkpoint auf S1. Nee, das lass mal sein. Dann bis bald und ich hoffe, es war nicht so schlimm, dass ich heute abgeraged bin. Tschüss.